Ja, wir haben es eben schon angekündigt. Wir bei Session Music zeigen euch noch die zweite Neuheit, die Studio Logic in petto hat. Und dieses Mal geht es auch wieder um was mit Klangerzeugung, also kein reines Master Keyboard. Und das Numa Compact hat ein paar Neuigkeiten für uns. Ja, das ist also ein, sag ich mal, ein Low-Cost Stage Piano, das Numa Compact. Und ist natürlich sehr kompakt, so wie der Name schon sagt. Es ist ja ein Stage, es handelt sich hier um ein Stage-Piano mit einer leicht gewichteten Tastatur, also keiner hammergewichteten. Es ist die Tastatur, die wir aus dem VMK 88 kennen, also leicht gewichtet, aber dennoch mit Klaviermensur. Übrigens, das Instrument wiegt 6,3 Kilo, es ist sehr leicht. Und wir haben insgesamt 10 Sounds an Bord, ähnlich wie beim Numa Piano, verschiedene Flügel-Piano-Sounds, E-Piano-Sounds, Pad-Sounds, Organ-Sounds etc., Modulationseffekte, die man eben braucht für gute E-Piano-Sounds, Chorus, Phaser, Rotary für Organ, Tremolo, Digital Reverb etc. Ich kann Sounds miteinander leeren, das ist also übereinander liegen, ja. Und es gibt neben der internen Klangerzeugung noch eine komplette Master-Keyboard-Funktion, also wo ich dann also externe Klangerzeuger komplett von dem Numa Compact steuern kann. Programm-Change, LSB, MSB und etc. Hier über diese MIDI-Module-Geschichte. Dazu gibt es dann noch natürlich Pitchband und Modulation. Das Modulation ist nach wie vor wie gewohnt bei Studio Logic frei bestimmbar, belegbar, auch mit Parameterfunktionen von den Modulationseffekten, also Geschwindigkeiten oder Intensitäten von Phaser etc. Wie gesagt, ein sehr leichtes, kompaktes Instrument, nicht nur ideal für den Einsteiger, sondern auch ideal für den Programmer, der jetzt eine leichte Tastatur, eine gut spielbare Tastatur haben möchte mit 88 Tasten, um Recording zu machen. Aber ebenso neben zusätzlich zum Einsteiger und zum Profi ist natürlich das Instrument noch sehr interessant für den Education-Bereich, das heißt für den Musikschulbereich ist das Produkt, sage ich mal, sehr interessant. Sei es für Einsteiger Klavier, Keyboard-Unterricht, sei es sogar moderner Unterricht, Keyboard, Tastatur in Verbindung mit Computer etc. Da ist es natürlich absolut gut angesiedelt, weil es preislich sehr interessant sein wird. Es wird also sich im Preis bewegen und unverbindliche Preisempfehlung von 399 Euro. Das heißt, einen interessanten Preispunkt, wir haben Funktionsvielfalt, wir haben ein kompaktes Piano für unterwegs oder auch für im Studio, für kleinere Studios, weil wir sehen hier, es passt auch wunderbar auf die meisten Tastaturauszüge drauf, weil es nicht besonders tief ist, die Höhe ist auch schön kompakt gehalten. Genau, man kann es so leicht einfach in die Hand nehmen und es ist, wie gesagt, 6,3 Kilo, das ist also schon fast Fliegengewicht für ein 88-Tasten-Piano, wenn man es so sehen will. Wunderbar, dann freuen wir uns drauf und wann können wir das dann mal bei uns im Laden auch zeigen? Das wird jetzt auch dann in zügig passieren, ich denke mal so aprilmäßig wird das Instrument dann in den Handel kommen. Ja, dann danke ich dir und wir freuen uns drauf und wir gucken mal weiter, was die Messe noch so für uns zu bieten hat.